Es geht mit dem Sommerstudio hier bei Pearl TV weiter und ich weiß nicht, wie Sie das gerade gesehen haben. Ich finde diese Bilder einfach nur fantastisch. Nur, wenn man hier zu Hause ist, quasi Urlaub auf Balkonien macht, arbeiten muss, seinen Haushalt schmeißen muss, die Kinder von der Schule abholt und so weiter, ist so eine ordentliche Temperatur von 30 Grad und mehr alles andere als ein Vergnügen. Ganz besonders auch dann, wenn man zu Hause dann irgendwie gucken muss, dass es einigermaßen läuft. Und insofern haben sich bei uns die sogenannten Luftkühler als absolute Paradelösung herauskristallisiert. Ja, und die machen ganz schön ordentlich Wind, wie wir gerade schon gesehen haben. Und wir werden Ihnen rechtzeitig in diesem Jahr zeigen, auf was Sie sich in den Hochsommermonaten verlassen können. Auch in den Nächten übrigens, wenn es mal wieder auf tropische Temperaturen angeht. Denn dann macht man diese typische Handbewegung, Ralf, oder? Ja, mit Sicherheit. Es wird vielen zu heiß werden. Und ich denke, dieses Jahr spätestens überlegt man sich 3, 4, 5 Mal, ob man eine Klimaanlage, auch wenn man eine hat, überhaupt einschaltet bei diesen Strompreisen. Glaube ich, lässt man sie lieber aus. Wir haben die cleveren Alternativen zu Klimaanlagen, unsere Verdunstungsluftkühler mit verschiedenen Zusatzoptionen. Und Sie müssen nur entscheiden, welcher der richtige für Sie ist. Und jetzt sage ich etwas, was ich nicht lange dieses Jahr sagen werde. Alle unsere Modelle, die wir sehen, sind sofort ab Lager lieferbar. Ja. Heißt, sind in wenigen Tagen bei Ihnen. Und dann kann der Mai, der Rest des Mai, heiß werden, wie es will. Und der Hochsommer kann Hitzerekorde schlagen. Das ist kein Problem. Sie sind vorbereitet. Für kleinere Räume, da beginnen wir jetzt hier mit unserem ersten Verdunstungsluftkühler, ist das genau das richtige Modell. Sie sehen, ein Ventilator mit Oszillation, den wir hier schon sehen. Also das ist schon mal sehr, sehr erfrischend. Jeder weiß das, wenn er vor einem Ventilator sitzt, es ist zu heiß. Schon allein diese Luft ist eine gefühlte Erfrischung, obwohl die Temperatur sich nicht unterscheidet. Aber das ist jetzt der wichtigste Punkt bei unseren Verdunstungsluftkühlern, denn die verändern die Temperatur durch Verdunstungskälte. Und zwar, wenn wir ihn jetzt mal umdrehen, und das System ist bei allen das gleiche, sehen wir unten einen Wassertank, hier passen 4 Liter Wasser rein, und oben drüber eine Wabenstruktur. Und sobald ich jetzt die Verdunstungsluftkühlung zuschalte, dann wird diese Wabenstruktur mit Wasser benetzt. Das Wasser wird verdunstet, Wärme wird entzogen und die dadurch 3 bis 5 Grad kältere Luft, die wird jetzt durch den Ventilator im Raum verteilt. Und da spricht man eben von der Meeresbrise auf Knopfdruck und vor allem von der cleveren Alternative zur Klimaanlage. Definitiv, alleine wenn es um die Kostennote geht, ja, du hast es angesprochen, also man weiß ja gar nicht mehr so wirklich, wo geht die Reise noch hin. Wir werden auch gleich das Thema nochmal aufgreifen. Viele Stromanbieter haben auch schon angekündigt, da nochmal nachzulegen. Und insofern sucht man natürlich nach günstigen Alternativen. Schwitzen ist natürlich auch nicht unbedingt das Richtige. Insofern muss man versuchen, da einen Mittelweg zu finden. Was hast du denn? Die Krabbe davon? Ja, das kommt mit der Krabbe. Ach so, ja. Jetzt haben wir hier noch was ganz Besonderes. Natürlich kann ich hier alles am übersichtlichen Display bedienen. Ich habe selbstverständlich auch eine Fernbedienung. Aber bei diesem Modell haben wir jetzt was ganz Besonderes. Die kann ich bei mir zu Hause ins WLAN einfügen. Ja. Und dann mit meiner App, also mit meinem Smartphone, das Gerät bedienen. Das ist ja cool. Und jetzt macht das auch einen Riesenvorteil. Angenommen, du bist auf dem Heimweg, es ist unglaublich heiß, dann schaltest du einfach von unterwegs, egal wo du bist auf der Welt, das Gerät schon mal ein auf die Einstellung, die du haben möchtest. Und das ist eben sensationell. Und hier haben wir noch etwas, nämlich nicht nur die Luft, die gekühlt wird und das Klima auf einem angenehmen Niveau gehalten, sondern du hast hier auch einen sogenannten Luftreiniger, einen Ionisator mit eingebaut, der es dir ermöglicht, die Luft auch zu reinigen. Gerade bei Allergikern ist das wichtig. Und man weiß auch, je heißer es wird, desto schneller entstehen unangenehme Gerüche. Die werden durch den zuschaltbaren Ionisator jederzeit dann ausgemerzt. Hier sehen wir auch die Raumtemperatur. Das ist jetzt eine Studioaufnahme. Das ist noch gar nicht so lange her. Von vor ein paar Tagen. Mittlerweile sind wir hier im Studio auf 24 Grad. Und wir merken es beide, es ist jetzt schon grenzwertig. Die letzten 2, 3 Tage fand ich das schon recht stramm hier. Also da muss ich ganz klar sagen, wir drehen die natürlich über die Luftkühler so, dass sie sehen können. Manchmal würde ich es am liebsten hier in meine Richtung drehen, damit wir hier eine richtig schöne, angenehm kühle Brise abbekommen. Auch das Thema werden wir noch ein bisschen vertiefen gleich. Ich kann mir ja so einen Luftzug auch mal direkt auf den Körper halten. Anders als bei einer Klimaanlage, wo ich das vielleicht ein Stück weit vermeiden würde. Ich persönlich würde mich nicht direkt in den Luftzug einer Klimaanlage stellen. Sie wissen, was ich meine. Mit so einem fantastischen Gerät habe ich eben diese kühle Meeresbrise, wann immer ich sie brauche. Und das ist ein weiterer Grund, warum wir sagen, clevere Alternative zur Klimaanlage. Also Grund 1 war ganz klar der Stromverbrauch. Eine Monoblock-Klimaanlage, also die kleinen brauchen 1000, 2000 Watt. Hier
hier sind wir gerade mal bei 65 Watt. Also ein Bruchteil dessen und Watt ist die Leistung, also das, was ich bezahlen muss. Zweiter Punkt, was du sagst, ich habe noch nie in meinem Leben von irgendjemand gehört, der gesagt hat, ach, ich bin erkältet wegen eines Verdunstungsluftkühlers, aber wegen der Klimaanlage, ich glaube, das haben wir alle schon mal erlebt, im Flughafen vielleicht auch oder im Auto. Oh, ist das schön kalt und am nächsten Tag liegt man im Bett. Ja, also, Hotelrezeption, richtig, der Klassiker. Das sind so Sachen, da weiß man einfach, da sind manche Leute extrem empfindlich. Wird hier auch nicht passieren. Und noch ein dritter, wirklich wichtiger Vorteil. Du kannst einen Verdunstungsluftkühler überall im Raum verwenden, weil bei einer Klimaanlage brauchst du zwingenderweise einen Abluftschlauch auf der Rückseite und die Abluft muss nach außen geführt werden. Also du kannst das nur an Außenwänden dort beim Fenster am besten benutzen. Hier haben wir keinen Abluftschlauch, weil keine Abluft erzeugt wird und dementsprechend kannst du das hinstellen, wo du willst. Und Diana, ist schon ein bisschen zu heiß und deshalb gehe ich hier jetzt mal auf unsere höchste Stufe, schalte jetzt mal die Verdunstungsluftkühlung zu, da sehen wir es, die Swing-Funktion habe ich jetzt auch drin und du merkst jetzt schon, wie schön angenehm kühl das zu dir rüberkommt, oder? Ja. Diana, geht's dir gut? Mir geht's sehr gut. Diese, also bis hier, und das ist so stark und so klein, kompakt, für diesen Preis für kleine Rahmen, glaube ich, das passt. Super, oder? Super, ja. Könnte ich mir aber beispielsweise für ein Campingmobil oder sowas sehr gut vorstellen. Also so in kleinen Räumlichkeiten oder kannst einfach mal abends vors Bett stellen. Für Campingmobil habe ich gleich noch eine bessere. Da kommt gleich der zweite noch, habe ich mir auch gerade gedacht. Aber das ist natürlich ein fantastisches Gerät, liebe Zuschauer. Eben steuerbar, entweder direkt am Display oben drauf mit der praktischen Fernbedienung. So werden es die meisten wahrscheinlich machen. Die etwas technikaffineren Menschen, die sowieso das Telefon in der Regel nicht weiter als eine Armlänge entfernt haben, steuern so ein Gerät dann auch gerne mal mit der passenden App. Die gibt es natürlich kostenlos für alle Systeme. Und wie Ralf schon richtig sagte, wir können jeden einzelnen Luftkühler, so natürlich auch diesen Ablager liefern. Das wird sich in den nächsten 2, 3, 4 Wochen definitiv noch ändern. Wir haben gut vorgesorgt, weil wir genau wissen, was da wahrscheinlich auf uns zukommt. Insofern greifen Sie bitte zu, solange wir noch liefern können. Unser erstes Modell, die NX1549 und die 569. Jetzt habe ich den Ralf gerade schon darauf angesprochen, aber viele sind gerade in diesem Sommer mit Sicherheit auch mal mit dem Campingmobil unterwegs. Ein kleiner Raum, nicht wirklich gut isoliert, wenn so ein Campingmobil den ganzen Tag in der Sonne steht. Da kannst du die Luft drin schneiden. Ne? Richtig, da wird es richtig heiß. Ja. Also jetzt haben wir unser zweites Modell. Sie sehen ähnliche Größe, auch wieder dieser Turmventilator und auch wieder die gleiche Technik. Also mit einem Wassertank und einer Verdunstungsluftkühlung. Aber hier haben wir eine Besonderheit. Dieses Modell kann man nicht nur über 230 Volt in die normale Steckdose stecken, sondern hier ist ein Adapter dabei für die 12 Volt Steckdose. Das heißt, du kannst das auch im Wohnmobil oder auch im Wohnwagen über den Batterieanschluss, also die 12 Volt Steckdose, betreiben, weil der braucht auch nur 20 Watt an Strom. Wollen Sie das nochmal vergleichen mit einer Klimaanlage mit 2000 Watt? Und es ist eben wirklich diese unbedenkliche Erfrischung, die man sich holt. Die Meeresbrise auf Knopfdruck. Jetzt werden Sie das immer wieder hören, weil, wenn wir das sagen. Meeresbrise auf Knopfdruck, warum? Also ich war gerade erst am Meer, bin leider wieder zurück, aber wenn man da entlang geht, und das waren schon 7, 28 Grad, kommt von der Meerseite immer dieser kühle, frische Wind. Und die Hitze ist eigentlich gar nicht so zu spüren. Und genau das ist der Effekt, warum wir von Meeresbrise sprechen. Hier kommt nicht nur bewegte Luft, sondern gekühlte bewegte Luft, wenn Sie das wollen, auf Ihren Körper. Und damit kühlen Sie sich ab. Übrigens auch eine Wohltat für alle Haustiere, die ja auch teilweise sehr leiden dann unter der Hitze. Ja, gerade hier unsere Fellviecher. Ne? Richtig, genau. Ja, wenn die Zunge so nach rechts oder links raushängt, dann weißt du, also auch die Tiere leiden drunter. Die haben deutlich mehr Haare als wir. Insofern kann man das ein Stück weit nachvollziehen. Aber wenn man das so sieht, hier so, ach, ja, mal so am Strand, so in der Sonne, ist ja schon ein schönes Gefühl. Ja, und natürlich ist Wärme schön, Sonne ist toll, haben wir lange nicht mehr so in dieser Form gehabt. Aber diese enorme Hitze, die macht einem ja nur wirklich zu schaffen. Ganz egal, ob zu Hause oder eben im Campingmobil. Wir hatten das Thema und deswegen bitte auch hier möglichst schnell zugreifen. Wir haben einen sehr großen Kundenkreis aus der Camping-Szene. Insofern ist das natürlich ein Modell, von dem ich behaupte, dass es mit als erste vergriffen sein wird. Auch da haben wir große Bestände, aber Preis-Leistungs-Verhältnis passt eben. Und wie gesagt, hier der 12-Volt-Anschluss ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten. Und das Ganze lässt sich natürlich auch ganz komfortabel hier mit der Fernbedienung steuern. Logischerweise klassischer Ventilator, Verdunstungsluftkühler mit dabei, Timer und so weiter haben die natürlich auch alle mit drin, gerade so für die Nachtstunden. Das ist gut, dass du sagst, dass alle unsere Luftkühler, auch wenn wir es auch nicht sagen, haben eine Timer-Funktion. Das heißt, du kannst auch nachts schlafend mal sagen, komm,
lauf du noch 2-3 Stunden, bis ich schlafe. Das ist problemlos möglich. Und auch hier haben wir, und das sehen wir hier, der jetzt Kürzel Ion. Also auch hier ist ein jederzeit zuschaltbarer Luftreiniger mit drin. Das ist beim Camping auch nicht ganz unwichtig, um vielleicht auch den Campingmobil oder den Wohnwagen auch mal die Pollen und die anderen Störfaktoren herauszufiltern. Ja. Fantastisches Gerät, liebe Zuschauer, 132,99 ab Lager lieferbar mit der Bestellnummer ZX5156 und die 569. Wir machen ganz schön kühlen Wind jetzt hier, aber wir werden noch mal eine Ecke größer mit dem nächsten Gerät. Auch das ein Verdunstungsluftkühler, den man wirklich nur empfehlen kann. Eine sehr schöne kompakte Form, wie ich persönlich finde. Und auch hier wieder vom Verbrauch im Vergleich zu einer Klimaanlage definitiv wesentlich kostengünstiger. Da gehen wir gleich genauer drauf ein, auf diesen wirkliche Kostenersparnis, warum es die clevere Alternative zur Klimaanlage ist. Aber hier sehen Sie schon eine größere Ventilationsfläche und mehr Leistung. Das heißt, das ist jetzt auch schon für mittelgroße Räume bestens geeignet. Auch hier, alle unsere Geräte stehen auf Rollen. Man kann die ganz einfach bewegen und kann sie auch mal von einem Zimmer ins andere transportieren oder sogar mal mit rausnehmen auf die Terrasse. Das wäre übrigens bei einer Klimaanlage strengstens verboten. Die darf in Deutschland nicht im Freien betrieben werden. So, und hier mit 70 Watt Strombedarf. Und jetzt nehmen wir einfach nur ein Rechenbeispiel. 70 Watt und du lässt den 10 Stunden am Tag laufen. Ja. Dann hättest du 700 Watt Stromverbrauch. Wir haben im Moment einen Durchschnittskosten in Deutschland von 37 Cent pro Kilowattstunde, also pro 1000 Watt. Dann sehen wir hier, ich sage jetzt mal roundabout, bei 25 Cent am Tag. Jetzt machst du eine Klimaanlage an mit 2000 Watt, dann hast du 20 Kilowattstunden am Tag, 10 Stunden. Ja. Ja, und 20 mal 37 Cent, da sind wir jetzt schon bei knapp 9 Euro, mal 30, da hättest du nur, also man wird eine Klimaanlage nicht 30 Tage durchlaufen lassen, aber ja, das muss man sehen, muss man machen, über 200 Euro Stromkosten. Oh, also nur für die Erfrischung. Also ich glaube, da wird es ganz, ganz klar. Aber und bei 20, 25 Cent, was kostet eine Kugel Eis aktuell? Der kostet ja auch schon einen Euro mittlerweile. Also das kann man sich ohne Probleme leisten, da braucht man auch keine Angst haben und mit jeder Minute rechnen. Ich kenne Menschen, die wirklich sagen, oh, so bis zum letzten Moment, soll ich die Klimaanlage einschalten oder nicht? Ja, können wir uns das noch leisten? Wie wird es dann mit dem Strom sein? Das kann es nicht sein, oder? Ja. Das hier, da brauchst du nicht überlegen, wenn es jetzt so heiß ist, setzt du dich davor oder setzt dich ein Stückchen weg, machst die Swing-Funktion rein und erfrischt dich eben. Und das lässt sie dann auch, die wohl scheinbar kommenden extrem hohen Temperaturen in diesem Jahr aushalten. Und wir wollen doch alle den Sommer genießen. Wir haben uns ja lang genug darauf gefreut. Ja, richtig. Genau so ist das. Wir zeigen es Ihnen gerade mal, wie das im Außenbereich aussehen kann. Nochmal, alles, was hier passiert ist, entweder der Ventilator, das heißt so ein Rotor, der eben im Gerät selber schon mal für eine angenehme Luftbewegung sorgt, oder eben das zuschaltbare Prinzip der physikalischen Verdunstungskälte über den Verdunstungskühler und alles, was da passiert ist, Wasser wird verdunstet. Und das bedeutet, nichts anderes passiert als in der Natur auch. Ich sage mal, Wasser verdunstet, dadurch entstehen Wolken und dadurch regnet es bei uns. Also etwas Natürlicheres als diesen Vorgang gibt es wohl kaum auf unserem Planeten. Ein fantastisches Gerät für 155,79 Euro, selbstverständlich hier auch mit Fernbedienung geliefert und sicherlich genau die Erfrischung, die Sie haben möchten in den Sommermonaten. Sie wissen, ab 150 Euro liefern wir Porto und Versandkosten frei. Also auch dieses Gerät und das sogar ab Lager. Bestellnummer ist die NX1528 und die 569. Der gefällt mir rein optisch schon mal so richtig gut. Sieht so ein bisschen spacey aus, futuristisch, würde man glaube ich sagen. Auch mit einem sehr, sehr einfachen, übersichtlichen Bedienelement. Auch hier kann ich natürlich alles mit der Fernbedienung machen. Aber ich setze jetzt nur einfach mal beide Oszillationen ein, weil wir haben hier nicht nur die Links-Rechts-Oszillation, sondern auch von oben nach unten. Und hier auch wirklich durch die große, riesengroße Ventilationsflächen für noch größere Flächen. Wir haben hier insgesamt 130 Watt Leistung zur Verfügung. Und ich glaube, wir sehen schon an dem Windrad, du siehst immer, wenn die Oszillation wieder nach drüben kommt, das Windrad kriegt so einen richtigen Schub. Ja. Auch hier vorne an unserem Schilfgras hier sieht man es auch immer wieder. Das ist jetzt nur der Ventilator, der in vielen Situationen, also wenn wir jetzt so 20, 25 Grad haben, schon hilft. Aber wenn es da mal über 30 Grad geht, dann schalten Sie einfach die Verdunstungsluftkühlung zu und dann passiert wieder Folgendes, das Wasser verdunstet,
also wird benetzt, verdunstet und dadurch wird Wärme entzogen. Und plötzlich ist die Luft messbar um 3 bis 5 Grad kühler als die Umgebungstemperatur. Und das ist eben die Meeresbrise auf Knopfdruck, die Sie sich nach Hause, auf die Terrasse, ins Wohnzimmer, ins Schlafzimmer oder wo fühlen müssen, wollen, holen können. Wir haben alle unsere Erfahrungen damit. Insofern wissen wir auch alle diese Rollen drunter zu schätzen. Also das ist wirklich so ein kleiner Begleiter, den man immer ganz gerne von einem Raum zum anderen mitnimmt. Im Wohnzimmer natürlich, auch im Hochsommer möchten Sie abends gerne mal am Sonntag Ihren Tatort schauen oder mal in die Nachrichten reinschauen oder mal einen Film gucken. Und dann geht es dann irgendwann ins Bett. Tropische Nächte dann wieder mit 24, 25 Grad Celsius. Kann ich mich noch sehr, sehr dran erinnern oder sehr, sehr unangenehm dran erinnern, dass man da gar nicht wirklich in Schlaf reinkommt. Also nehmen Sie den auch gerne mal mit ins Schlafzimmer. 240 Euro noch nicht mal mit der ZX7054 und der 569. Und das ebenfalls Porto und Versand kostenfrei geliefert. Die fällt mir rein optisch auch schon sehr gut. Ja. So, jetzt sind wir beim größten Vertreter in dieser Variante jetzt hier. Was kann der? Der sieht aus, als wenn er also wirklich auch mal richtig, richtig große Räume mal ordentlich versorgen könnte. Richtig, und hier kannst du auch mal, ich sag mal, eine Galerie oder so. Du siehst, wir haben hier eine riesengroße Ventilationsfläche, und zwar zweigeteilt, die du auch getrennt einschalten kannst. Du siehst, mit diesen Lamellen kannst du die Gebläserichtung einstellen. Und jetzt hast du hier natürlich auch wieder die Technologie der Verdunstungsluftkühlung, ja, aber jetzt eben mit noch mehr Leistung. Insgesamt 180 Watt, das ist immer noch weniger als ein Zehntel einer durchschnittlichen Monoblock-Klimaanlage. Also auch hier brauchen wir uns keine Gedanken über die Stromkosten machen. Ja. Bleiben wir noch mal bei dem 10-Stunden-Beispiel. Das wäre 1,8 Kilowattstunden, dann wären wir ungefähr bei 60 Cent. Auch 60 Cent am Tag ist mir eine kühle Wohnung wirklich wert. Also wenn Sie große Räume haben oder Altbau mit hohen Decken, ja, oder so eine Galeriewohnung, ja, oder auch mal kleine Werkstätten. Viele haben so vielleicht ein mittelgroßes Homeoffice auch daheim, dann ist das hier genau das Richtige. Der eine oder andere wird das in den letzten Jahren mal in Kaufhäusern gesehen haben, die auch aus baulichen Gründen keine Klimaanlagen einbauen können. Und da war es so heiß, dass da keiner mehr gekommen ist. Dann haben die sich als alternative Verdunstungsluftkühler aufgestellt. Ja. Man sieht die oftmals, wenn man dann die Rolltreppe hochkommt, direkt an der Rolltreppe. Und da pustet es. Und selbst so große Einkaufsflächen können damit also wirklich abgekühlt werden. Ich denke jetzt aber an Wintergarten und dergleichen. Wenn da auf so einer Glasfläche den ganzen Tag auch die Sonne drauf steht, ist natürlich großartig. Hält man sich gerne auf, aber man schwitzt natürlich wie ein Otter. Insofern macht Sinn, wenn man da vielleicht eine etwas größere Geschichte installiert oder ganz einfach hinstellt. In dem Fall muss man nichts installieren, hat keinen Abluftschlauch und gar nichts und es hat trotzdem die frische Luft. 367,64 € sind richtig hervorragend gut investiertes Geld für die richtig angenehme, kühle Brise über die heißen Sommermonate mit der NX3663 und der 569 liefern wir Ihnen dieses Gerät. Auch das bitte ab Lager bis direkt vor die Haustür und das Porto und Versand kostenfrei. Jetzt haben wir schon richtig tolle Geräte gesehen. Klassische Verdunstungsluftkühler, Ventilator in verschiedenen Stufen einstellbar, mit Timer, mit Ionisator, mit Fernbedienung, mit allem Schnipp und Schnapp, was die Geräte haben möchten. Jetzt ist aber korrigiere mich, wenn ich falsch liege, vor 2, 3 Jahren, glaube ich, eine neue Technik hinzugekommen. Und die nennt sich Peltier. Man kennt diese Peltier-Geschichten quasi zum Vorkühlen des Wassers, was verdunstet wird und dann nochmal zusätzlich ein paar Grad an Wärme, an Hitze verliert. Kennt man aus unterschiedlichen Bereichen der Kühlung, also auch mal aus der Großindustrie. Das hat man jetzt dann eben auch mal in den Hausgebrauch mit integriert. Und deswegen werden wir uns diese Geräte jetzt auch mal anschauen. Absolute Kassenschlager, muss man sagen, jetzt die neuesten Modelle aus 2022. Gehen wir einfach mal eine Etage weiter. Ja. Da fangen wir mit diesem doch etwas kleineren, kompakteren Gerät an. Jetzt müssen wir natürlich sagen, Peltier-Technologie ist nichts Neues. Aber die Kombination Luftkühler mit Peltier, das ist eine kleine Revolution. Sie hätten jetzt rein theoretisch die Möglichkeit, bei jedem der Luftkühler, die wir gerade eben gesehen haben, Eiswürfel ins Wasser zu machen. Das Wasser also manuell zu kühlen und dadurch den Wirkungsgrad der Kühlung zu erhöhen. Und das machen hier aber diese Peltier-Elemente. Weil wenn Sie den Verdunstungsluftkühler zuschalten, dann passiert Folgendes. Das Wasser, hier ist ja auch wieder ein Wassertank mit reinem Leitungswasser drin, das wird um ca. 8 Grad im Vergleich zur Umgebungstemperatur heruntergekühlt. Das heißt, das ist wie wenn du einen Eimer Eiswürfel mit reinlegst. Dann wird das verdunstet oder vernetzt und dann verdunstet. Und dadurch wird der Wirkungsgrad der Verdunstungsluftkühlung nochmal erheblich erhöht. Wir sind hier nah dran an Werten einer Klimaanlage. Natürlich sind Luftkühler, Verdunstungsluftkühler nie dafür vorgesehen, eine Raumtemperatur genau zu erreichen, aber mir im heißesten Raum das Leben erträglich zu machen. Da sehen wir mal gerade, wie das funktioniert mit so einem Peltier-Element.
Und ist das Wasser, das wird hochgezogen, durch das Peltier-Element quasi durchgeleitet, vorgekühlt, kann man, glaube ich, so im allgemeinen Sprachgebrauch dazu sagen, und dann eben in dieser Wabenstruktur verdunstet. Und dadurch entsteht eben diese nochmal enorm gesteigerte Leistungskapazität eines solchen Gerätes. Also wer wirklich einen richtigen Leistungsüberschuss haben möchte, entscheidet sich wirklich für die Peltier-Elemente. Genau, und hier auch natürlich wieder für mittelgroße, kleine bis mittelgroße Räume. Wir machen gleich noch was Größeres. Aber hier sehen Sie auch immer im Display schön übersichtlich, welche Stufe Sie jetzt eingeschaltet haben. Fernbedienung ist natürlich auch dabei. Ja. Man kann das jederzeit über die Fernbedienung schalten oder auch direkt hier am Gerät. So, jetzt haben wir auch noch die Oszillation, das mir besonders gut gefällt ist. Vielleicht ist Ihnen das aufgefallen. Im Normalfall haben Ventilatoren, die schwenken von links nach rechts. Hier habe ich aber jetzt extra noch die von oben nach unten eingeschaltet. Jetzt haben wir also wirklich eine komplette Luftverteilung im Raum, egal wo du bist. Und jetzt schalten wir mal auf 2 und auf 3. Ich glaube, dann sehen wir das auch im Display in der dritten Stufe. Ja, jetzt werden auch kleinere Räume komplett mit dieser Meeresbrise überflutet. Das kann man hier wirklich sagen. Und das ist einfach eine Technologie, die begeistert. Dieses Peltier-Element erhöht die Wirksamkeit von Verdunstungsluftkühlern erheblich. Das kann man auch messen. Wir haben das hier mehrfach schon gemacht und haben, also es hängt natürlich immer von der Umgebungstemperatur ab, natürlich, aber wir haben hier Ergebnisse erzielt beim Messen, die hätte ich nicht für möglich gehalten. Im Normalfall sagt man 3 bis 5 Grad Temperaturunterschied, was gefühlt oftmals schon 10 Grad Unterschied entspricht. Ja. Ja, aber hier haben wir einen wesentlich höheren Wirkungsgrad, also noch mehr Temperaturunterschiede, die hier erreicht werden können, aber immer noch in einem Bereich, bei dem man nicht empfindlich wie bei einer Klimaanlage reagiert. Und das finde ich wichtig. Und auch hier bei Peltier-Element wird keine Abluft erzeugt. Das heißt, auch diese Geräte kann ich mitten in den Raum stellen, vors Sofa, neben das Bett, unter den Schreibtisch, dort immer, wo ich die Meeresbrise auf Knopfdruck will, oder auch wieder mit rausnehmen auf die Terrasse in den ganz heißen Tagen, wo es selbst im Schatten nicht auszuhalten ist. Lassen Sie sich von der Sonne nicht in die Wohnung reindrängen, weil es draußen zu heiß ist. Nein, nehmen Sie Ihren Verdunstungsluftkühler mit. Und wenn Sie jetzt sagen, es ist Anfang Mai, ich warte noch bis im Hochsommer, kann ich nur sagen, bestellen Sie vor. Weil wenn es dann Hochsommer ist, wir haben eine Woche durch, über 30 Grad, dann wird der Run, die Nachfrage so groß sein, dass allein das Abwickeln der Bestellung schon ein paar Tage geht. Und wenn Sie dann Pech haben, ist, wenn Sie dran sind, alles ausverkauft. Und dann kriegen Sie es eben erst im September oder im Oktober, wenn dann die nächste Lieferung kommt. Und wir merken jetzt Mitte Mai, wir haben Temperaturen wie im Hochsommer. Und da gibt es viele, viele Experten. Und wir haben hier mal auszugsweise so, was die Schlagzeilen, Hitzesommer, ja, Sommerprognose, kommt ein Hitzesommer auf uns zu, Dürre, Unwetter und alles eitel Sonnenschein und eindeutige Sommerprognose, trocken und heiß oder doch feucht und kalt. Nein, trocken und heiß, das sagen die allermeisten. Und dann sollte man clever sein, sich jetzt rechtzeitig darauf vorbereiten. Und ich muss sagen, wir haben die Gott sei Dank schon hier. Ja. Wir haben sie jetzt im Mai schon gebraucht. Ja, und das haben wir rechtzeitig gelöst, dieses Dilemma, damit wir zumindest gerade jetzt so für die erste Anfangsphase, die unsere Kunden bedienen können. Denn wir wissen das aus vielen, vielen Jahren Erfahrung mit unseren Kühlgeräten, in welcher Art auch immer, dass natürlich dann, wenn die große Hitze dann kommt, dann gejammert wird. Sie kennen es auch von den Baumärkten aus den letzten Jahren, bei diesen Hitzesommer, die wir alle schon hinter uns haben in den letzten 3, 4, 5 Jahren. Wenn es dann soweit ist, gehen Sie mal in so einen Fachmarkt rein und versuchen Sie da mal ein Kühlgerät zu bekommen. Da stehen noch so 2 kleine popelige Ventilatoren irgendwo hinten links oder eben die sündhaft teuren Gerätschaften, die sich kein Mensch leisten kann. Wir haben vorgesorgt, wir haben unser Lager voll gemacht, aber auch das wird relativ schnell gehen. Ich bin die ganze Zeit versucht, an Dianas Wohnung zu denken. Ich tue das die ganze Zeit. Du hast diesen offenen Wohnraum mit der offenen Küche. Ja, jetzt die letzten Tage war es ja auch schon so heiß. Wie sieht es aus bei dir? Das ist schon jetzt. Ich weiß nicht, wie geht das im Sommer, wenn das ist richtig heiß. Da steht ihr in den großen jetzt. Räumen, oder? Mhm. Ja. Also für mich, das ist mein Favorit natürlich. Aber ich mag diesen zum Beispiel auch für meine... Das dachte ich mir, dass dir der Graue am besten gefällt. Ja. Also für jedes Zimmer natürlich. Ja. Die sind ja auch stark. Man genießt das Ganze. Ja. Man möchte den Sommer ja genießen. Ja. Meine Mutter sagte früher, man macht die Rollade runter. Ja, oder mach ordentlich mal auf Durchzug. Aber im Sommer geht ja kein Lüftchen. Und du willst ja bei schönstem Wetter nicht die Rollade runter machen. Also man kann sich auch im Keller verkriechen und unten sitzen natürlich. Bleiben, bis der Sommer rum ist. Ja. Kann man auch machen. Ja. Aber dafür habe ich zu lange drauf gewartet. Also da nutze ich doch lieber die Möglichkeiten, die moderne Technik mit sich bringt.
Und das bekomme ich hier für 189,99 Euro. Porto und Versand kostenfrei ab Lager geliefert. Mit Peltier-Element, modernste Technik, alles drin, alles dran. Vertikale, horizontale Oszillation. Und egal ob drinnen oder draußen, im Schlafzimmer oder im Wohnraum, Sie werden die kühle Brise bekommen, die Sie brauchen. Ja, das ist natürlich ein fantastisches Gerät mit der NX1539 und der 569. Der hier ist speziell von der Farbe her auf Kundenwunsch entstanden. Richtig, also es war einfach mal die Nachfrage. Hast du das? War letztes Jahr, wo habt ihr solche wirklich effektiven Verdunstungsluftkühler auch mal nicht in weiß. Voilà, hier ist er. Und da muss ich sagen, da ist das Design zur fantastischen Technik gelungen. Genau, wir schalten ihn mal an. Sesam, öffnet dich. Sie können das natürlich auch jederzeit mit der Fernbedienung machen. Aber Sie sehen, jetzt geht das erstmal auf und wir sehen die komplette Ventilationsfläche. Und hier haben wir jetzt, und das möchte ich natürlich noch mal erwähnen, weil wir es auch clevere Alternative zur Klimaanlage nennen, bei dem Vorgängermodell maximaler Stromverbrauch oder Leistung 120 Watt, hier 160. Wir sind immer noch weniger als ein Zehntel einer Klimaanlage. Und jetzt können wir hier gerne mal den Speed einstellen. Drei Stufen. Und wir werden das gleich an den Haaren, vielleicht auch am Windrad sehen, wenn du es mal in die Hand nimmst, Diana, was da für eine Leistungsstärke ist. Oszillation rein, Swingfunktion. Und dann wird das auch auf großen Terrassen, in großen Räumen, bis in die letzten Winkel des Raumes verteilt. Und diese Peltier-Technologie ist natürlich auch hier wieder drin. Das heißt, noch mal ganz kurz, hier füllen Sie Wasser ein, 7 Liter Wassertank, reines Leitungswasser. Und sobald du die Kühlfunktion, also die Verdunstungskälte zuschaltest, dann wird dieses Wasser vorgekühlt. Um ca. 8 Grad im Vergleich zur Umgebungstemperatur. Dann vernetzt, verdunstet dann und dadurch wird der Wirkungsgrad der Verdunstungskälte nochmal erheblich erweitert. Und da kommt die kühle Luft. Und ich habe schon von mehreren gehört, die schon lange einen Verdunstungsluftkühler benutzen, im Büro oder ähnliches, und die sich dann ein Zweitgerät, ein Peltier-Gerät geholt haben für auch mal das Wohnzimmer oder die große Terrasse, wo man sich ja auch nicht vertreiben lassen will, nur weil es mal ein bisschen zu heiß ist. Also auch das, gerade wenn du beim Grillen draußen sitzt. Und ich glaube, das ist jetzt im letzten Jahr nicht, aber im vorletzten und die Jahre vorher einigen schon so gegangen, dass sie dann gesagt haben, komm, wir essen lieber drin. Hier draußen ist es selbst im Schatten zu heiß. Ja. Lassen Sie sich nicht vertreiben. Draußen ist es immer noch am schönsten. Man sollte jede Minute genießen. Und hiermit kann man das wieder einfach auf die Ecke zur Sitzfläche stellen, richtig ausrichten und dann einschalten, die Verdunstungsluftkühlung. Und dann kommt diese permanente, kühle Meeresbrise auch auf Ihrer Terrasse. Und man hält es wirklich aus, auch bei der größten Hitze. Das, was mir gerade auch noch auffällt, ist, jetzt stehen wir hier nur wirklich mit der Nase davor, auch Diana ist nicht wirklich weit weg. Das ist so ein leichtes Summen. Also ich muss zugeben, bei mir macht der Kühlschrank zu Hause deutlich mehr Radau als ein Verdunstungsluftkühler. Richtig. Also mein Ventilator ist lauter zu Hause. Natürlich, wenn Wind gemacht wird, bläst das ein bisschen. Ja, natürlich. Das ist nicht geräuschlos, aber das Gerät selber hörst du nicht. Nee. Ja, und daher natürlich auch noch ein weiterer Vorteil. Ionisator auch hier mit drin, also ein Luftreiniger, Timerfunktion, Fernbedienung, all das. Auch dieses Gerät ist ganz einfach flexibel, weil es auf Rollen steht und hat gerade mal maximal 160 Watt Stromverbrauch. Und ist ab Lager lieferbar. Also ran an den Speck, ran an die Buletten, greifen Sie rechtzeitig zu, bevor andere schneller sind, mit der ZX7002 und der 569. Und das hier ist nun unser Klassenprimus jetzt hier. Der macht die Pace, wenn es um Kühlleistung geht. Den haben wir spaßeshalber mal die letzten Tage getestet, mal auf eine Entfernung von locker 7 oder 8 Meter. Ja. Die kühle Brise kam immer noch an. Großartig. Also ich möchte Ihnen das mal ganz kurz auch demonstrieren. Achten Sie mal bitte auf die Haare von Diana. Wir haben jetzt Stufe 1 hier. Wir sehen das auch hier immer im Display. Ich glaube, schau mal. Das ist ja was für Anfänger. Jetzt sind wir auf Stufe 2. So, Stufe 3. So, das wäre jetzt schon sehr stark. Festhalten bitte. Und jetzt haben wir den Turbo-Boost. Jetzt schalte ich den Turbo-Boost ein und aus. Jetzt schau mal dahin. Und damit kommst du wirklich auf ganz, ganz großen Räumen, bis in die Ecken auf der Terrasse. Das ist schon also wirklich eine unglaubliche Windböe. Und nochmal, dieser Wind, der hier kommt, der ist jetzt auch noch vorgekühlt. Also im Vergleich zur Umgebungstemperatur bei normaler Luftkühlung, Verdunstungsluftkühlung 3 bis 5 Grad kühler. Ja. Und ich habe vorhin gesagt, wir haben 24 Grad. Diana, ich erlöse dich mal kurz. Schauen Sie mal hier im Display. 24 Grad. Und ich habe erst letztes Jahr wieder so eine Erhebung gelesen von Arbeitsmedizinern, wie immer die auch heißen. Und in diesem Bericht, den ich gelesen habe, hieß es, ab 26 Grad lässt auch bei der Arbeit die Konzentration nach. Ja. Und zwar erheblich. Ja.
mit jedem Grad mehr. Und wer im Homeoffice ist, sollte auch dafür sorgen, dass es nicht zu heiß wird. Ich meine, wir merken das selber, wenn es uns zu heiß wird. Wir haben es auch schon diese Woche gemerkt. Man hat einfach, ich sage immer, eine Matschbirne, weil man sich vor Hitze nicht mehr konzentrieren kann. Und dann ist sowas das Richtige. Für innen, für außen, für große Räume, unser leistungsstärkster Verdunstungsluftkühler mit Peltier-Element und mit Ionisator. Und das Ganze trotzdem, trotz dieser unglaublichen Leistungsfähigkeit, mit 200 Watt maximalem Leistung, die wir brauchen. Und jetzt hat sich Diana mal, ich schätze es mal, 6-7 Meter weggestellt. Ja, und ja, das Windrad fliegt ja immer noch fast aus der Hand. Gut festhalten. Hm? Willst du ein Jäckchen haben, Diana? Wird frisch gerade, ne? Nein? Ja. Ist schon letzte Show, du hast schon so viele Meter weg. Ich bin immer weiter zurück, das kommt immer noch an. Das ist ja wirklich irre. Ich wollte nur zeigen, wie stark ist das. Deswegen, also den muss man sich nicht direkt vor den zwischen Fernseher und Sofatisch stellen. Den kann man also auch gerne mal in einer Ecke des Raumes platzieren. Über die Oszillation wird diese angenehm kühle Brise im ganzen Raum verteilt. Vielleicht sitzt der eine am Esstisch, der nächste sitzt auf dem Sofa. Dann wird das so richtig schön im ganzen Raum verteilt. Und das wirklich mal für einen akzeptablen Preis. 313,49 Euro, die NX 1534 und die 569. Nimmt den Sommer den Schrecken und lässt sie richtig mal gut durchpusten.